Ja, meine Frage an die Bundesregierung geht zum Thema Pkw- und Lkw-Maut. Wir haben ja erfahren, dass die Pkw-Maut an ein privates Konsortium gehen soll. Die Lkw-Maut wird reverstaatlicht. Und die Ironie der Geschichte ist, dass nur durch diese Verstaatlichung von Tollkollekt die Pkw-Maut günstiger wird. Und wir haben erfahren müssen, dass der eigentlich vorgegebene Haushaltsrahmen, es gab nämlich nur einen Anbieter, sonst wahrscheinlich nicht eingehalten wurde. Ironie der Geschichte, durch das, was Grüne und Linke fordern, wird jetzt die Pkw-Maut kommen. Bei dem Wirtschaftlichkeitsgutachten, das das BMVI vorgelegt hat, ist die Frage aufzuwerfen, ob nicht hier bewusst versucht wurde, die Kosten so hinzubiegen und hinzutricksen, dass dadurch erst die Effizienzvorteile von Privaten nicht zum Tragen kommen, beispielsweise dadurch, indem man die Frist zur Kündigung von Subunternehmern hat verstreichen lassen und dieser Effizienzvorteil nicht ausgespielt wurde und auch die Angebote, die abgegeben wurden, nicht eingepreist wurden. Deswegen meine Frage, da ja Kapsch gewonnen hat an die Bundesregierung. Kann die Bundesregierung ausschließen, dass bei dieser Nachbesserung des Angebotes von Kapsch es Nebenabsprachen gegeben hat?